mal hier hoch. Hier in der Gegend ist nichts. Nö, anscheinend nicht. Hier scheint nicht mal eine Pflanze zu sein. Doch, da ist ein Tier. Sieht nach einem Wolf aus. Jo, ist auch einer. Ja, ich hab gewusst, dass du mich angreifen wirst. Ich hab's gewusst, du Penner. Mann! Diese Tränke sind wertvoll. Ich kann es mir nicht leisten, sie an einem Wolf wie dir zu verschwenden. So, er ist weg. Sehr schön. Eine Heldenkrone nehmen wir mit. Oh, wir können die Truhe öffnen. Und sie ist natürlich verschlossen. War ja klar. Aber bei Schatztruhen sind eigentlich grundsätzlich immer verschlossen. Okay. Okay, ey, cool. Was haben wir denn da? Einen Ring der Verstohlenheit. Okay, und einen Pokal aus Gold. Okay. Den Ring der Verstohlenheit. Das hört sich ja cool an. Ich glaube, den statten wir auch gleich mal aus. Und dieser blöde Bommel nervt mich langsam. So. Den Ring haben wir jedenfalls ausgestattet. Ich speichere schnell einmal. Und dann gehen wir weiter nach oben. Wir schreiten weiter voran, liebe Leute. Und hoffen wir mal, dass wir dort den Burgherrn antreffen, den Untoten. Damit wir den auch erledigen können. So, hier sehe ich noch ein Pflänzchen. Das nehmen wir gleich mal mit. Und hier ist noch eine Minze. Und Seegeier. Und nicht gerade wenige. Ich sehe 5 Stück. Ja, ich wusste es, ihr blöden Viecher. Mann. Und sie weichen alle aus, die Säue. Okay. Der eine Seegeier an der Seite hat mal eben einen drauf gekriegt. Double Kill. Kommt nicht gerade häufig vor in diesem Spiel. Oh ja. Weich nach China aus, Mensch. Hauptsache, ich krieg dich nicht, ich weiß. Das kennen wir ja schon. So, jetzt aber. Und tschüss. Sehr schön. Bis auf einen Treffer lief das. So, dann weiden wir die alle aus. Wunderbar. Hier geht's weiter nach oben. Eine Ogerwurzel. Nehmen wir gleich mal mit. Ne, Quatsch. Nicht da geht es nach oben, sondern hier geht's. Ach so, es gibt ja... Ach ja, es gibt ja 2 Wege. Ja, zu den Panzerschrecken. So, und hier müssten sich noch ein paar Skelette rumtreiben. Und die Erde bebt, weil der Vulkan wieder abgeht. Hier ist ein Bett. Geil, hier ist ein Bett. Ich kann schlafen, ja, ist das schön. Bis mittags. Wunderbar. Ich bin begeistert. Sehr schön. Dann können wir mal gucken. Hier müssen doch irgendwo Skelette sein oder etwa. Ah! Genau euch, meine ich, meine Freunde. Genau euch. Ja, da ist er. Der untote Burgherr. Genau dich wollte ich haben. Aua. Passt mir jetzt mal nicht, dass wir den gleich als erstes haben. Und sein Gefolge hinter ihm. Vor allen Dingen hat die Bewaffnung wie Patroskon. Aua. Aber den Schild wieder eine Penner. Okay. Mensch, du sollst den untoten Burgherrn anpeilen. Yes! Er ist erledigt. Es sind nur noch seine Krieger übrig. Ich hätte jetzt geweint, hätte der mich kalt gemacht. Nein, ich hätte nicht geweint, aber ich hätte mich schon geärgert. Wunderbar. Es läuft. 8 Gold, eine Fackel, ein Knochen. Und eine Machete, die wir uns gleich mal krallen werden. 4 Gold, 3 Heiltränke und ein Knochen. Ah, es hat sich der letztendlich doch gelohnt, die Tränke zu benutzen. 13 Gold, ein Vasallenring und ein Knochen. Sehr schön. Dann schnappen wir uns mal den Schädelspalter und den kleinen Schild.
und das Jagdmesser. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch ein einziger untoter Burgherr. Und dann haben wir sie alle zusammen und können dann zu Marvin zurückkehren. Und ihn dann von seinen Albträumen erlösen. So. Treibt sich hier dann zufälligerweise noch einer rum? Ich habe das nämlich schon mal gehabt, dass sich hier noch einer rumtrieb. Und der mich dann plötzlich kalt gemacht hat. Nö, aber da ist eine Schatztruhe. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Das ist ein Schloss natürlich für uns zu schwierig ist. War ja klar. Mist. Aber wir müssen sowieso nochmal zurückkehren. Deswegen, also die Wildnis ist noch nicht abgehakt. Das war übrigens gerade sehr knapp. Ich dachte schon, ich stürze jetzt in den Abgrund. So, wir pennen nochmal bis mittags, damit die Lebensenergie wieder voll ist. Und dann werde ich mich wohl versuchen müssen an den Panzergrillen. Weil ich habe keine Lust, wieder den einen Weg zurückzunehmen. Erstmal ist er viel länger als der hier. Und zum anderen haben wir den Vorteil, dass wir hier ein Bett haben. So, hier oben die beiden würden ja erstmal reichen. Na komm. Mensch, ich will nur den einen haben, nicht beide. Aber natürlich greifen gleich beide an. Ja. Ihr seht, die Panzergrillen, wie gesagt, die sind richtig hinterfotzig. Und ja, ich habe hinterfotzig gesagt. Und nein, das hat nichts mit dem... ja. Ihr wisst, was gemeint ist. Mensch! Oh, Alter! Ihr seht, wir verursachen gegen diese blöden Viecher kaum Schaden. Vor allem, sie schützen sich auch noch. Aua! Macht er mich von der Seite an? Ich glaub's ja wohl nicht. Oh. Okay. Okay. Na komm. Ugh. Ja, ja, ist gut. Mach Pause. So, der ist erledigt. Nummer 1. Aua. Okay, wir sind gut davor. Ich sag es einfach mal so. Na komm. Ja. Ja. Yes. Geil. Und natürlich fliegt er gleich runter. Toll. Wir kriegen von den Flügelstaub übrigens. Ihr habt es richtig gesehen. Super. Das automatische Speichern, das so speichern, das kam automatisch. Übrigens, ich möchte euch gleichzeitig einen großen Vorteil dieses Spiels schildern. Nämlich, ich hatte nämlich mal eine Situation gehabt, also jetzt bisher nicht hier in diesem Let's Play, sondern privat. Da war es nämlich so, da war ein Gegner runtergefallen. Und das sah tatsächlich so aus, als wäre für mich dann unerreichbar gewesen. Aber, das Interessante ist, die Items, die der Gegner dann bei sich hat, die kriegen wir trotzdem. Die kriegen wir dann von dem Spiel zugeschanzt. Das fand ich sehr interessant, als ich das erste Mal hatte. Und ich fand es auch gleichzeitig cool. Also das fand ich richtig geil. Da haben die Entwickler echt gesagt, Mensch, wenn das Vieh schon runterfällt, dann ist es zwar scheiße, aber wir geben den Spieler trotzdem die Items, die das Tier oder der Untote hatte. Das finde ich richtig schön vom Spiel. Das ist schön fair gemacht worden, muss ich sagen. Also da kann man wirklich nicht meckern, finde ich. Alter. Willst du mich verarschen? Ich hau dich tot. Ich klopp dich zu Tode, du Sau. Du blöde Grille, du. Du Panzergrille. Mensch, Manno. Jetzt geh endlich mal drauf. Aua. Nicht ich, sondern du. Mit deinem grünen Blut. So, geht doch. Meine Güte. Müssen wir den erst voll hageln mit unseren Angriffen, damit er tot geht. So, dann nehmen wir die Beere hier nochmal mit und wir haben den Weg zurück geschaffen. Aber wie gesagt, an den unteren Strand werde ich noch nicht gehen. Erst dann, wenn wir den Skill für unser Schlösserknacken verbessert haben. Erst dann werde ich zurückkehren. So, was ich jetzt aber möchte, ist die letzte Festung finden. Das ist ziemlich schwierig, weil das eine sehr große Festung ist.
Aber auch die werden wir noch finden, liebe Leute. Das kriegen wir hin. Ich glaube, ich muss einmal... Ja, guck mal, wir haben 30 Lernpunkte. Das heißt, wir kehren nochmal zum Banditenlager zurück. Weil inzwischen haben wir so viele Skillpunkte, dass wir die mal wieder ausgeben müssen. Wie viel Gold haben wir eigentlich? Ist im Moment Gold, Gold. 1611 Gold. Ja, das ist doch ein fairer, guter Bestand. Muss ich sagen. Deswegen würde ich mal sagen, kehren wir zurück zum Banditenlager. Schubidubidu. Lalalalalala. Wir nehmen aber nochmal das Wasserfass mit. Wir füllen unsere Lebensenergie nochmal auf. Schlürf, schlürf auf die Gesundheit. Hallo? Irgendwie... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Manchmal passiert das, dass er sich irgendwie festpackt. So wie gerade eben. So. Na komm, einen kleinen noch. Einer geht noch, einer geht noch rein. Wunderbar. So, und dann gucken wir mal hier rein, weil hier waren wir ja gar nicht lang gegangen. Und hier treiben sich, glaube ich, auch Panzergrillen rum. Es gab nämlich zwei Ecken hier, wo sie sich... Ja, da sind, ich sehe schon eine. Es gibt zwei von denen hier, glaube ich. Ja. Ja, komm. Genau, komm her. Oh. Ja. Na. Oh. Ja. Ah. Au, sag mal. Ja, nicht nur, dass sie verdammt gut gepanzert sind mit ihrem Chitin-Panzer. Ja, so heißt dieser Insektenpanzer tatsächlich. Aua. Also ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr einen Käfer zertretet zum Beispiel, ihr hört dann immer so ein fieses Knacken. Ja, genau, jetzt kommt der zweite noch dazu. Ist klar. Freunde, das finde ich aber jetzt nicht fair von euch. Also wie gesagt, wenn ihr ein Knacken hört, wenn ihr einen Käfer zertretet, dann ist das der Chitin-Panzer, den ihr hört. Ja, Alter. Schön von hinten, ne? Ja, 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 ja. Vergiss es. Nix von hinten. Du alter Schokostecher, du. Alter. Mann. Ich krieg euch noch einen, euch beide. Alter. Okay. Einen haben wir platt gekriegt. Ist nur noch der. Komm schon, den kriegst du auch noch platt. Yes! Geil! Wir haben beide Panzergrillen platt gekriegt. Das finde ich gut. Hier ist eine Heilwurzel, die nehmen wir mit. Oh, ist das schön! Wir haben die Panzergrillen platt gekriegt. Ein Pilz, den nehmen wir mit. Noch ein Pilz, den nehmen wir auch mit. Hier ist noch ein weiterer Pilz. Und eine Truhe. Die nicht verschlossen ist. 16 Pfeile, ein Ring des Geschicks. Geschicklichkeit plus 3. Oh, und ein kleiner Heiltrank. Nehmen wir alles mit. Wunderbar. Mensch, ich freue mich, dass wir diese Panzergrillen weggekriegt haben. Geil, wir haben 5 Panzergrillen dieser Session besiegt. Geil! Mensch, super. Ich freue mich. So, dann können wir jetzt mal direkt hier hochgehen. Ich nehme übrigens am 29.10.2015 auf, also einen Tag nach der 4. Session, um kurz nach 16:30 nachmittags. Also wir nähern uns jetzt dem Abend. Aber wir nehmen wesentlich früher auf als in der vorigen Session. Das heißt, ich darf jetzt auch ein bisschen mich lauter freuen. Theoretisch. Das heißt, es ist nachher wieder... Oh, du warst so laut. Ja, ist ja gut. So. Hier, oh, hier ist noch eine... Wir haben eine Beere vergessen. Haben wir einfach mal eine Beere vergessen. Geht ja gar nicht. Böse. Nehmen wir die gleich mal mit. Oder beziehungsweise wir haben sie schon längst mitgenommen. Ist egal. So, jetzt sind wir wieder an der uns allbekannten Kreuzung. Diesmal kommen wir aber aus der Richtung. Und das Schöne ist, wir müssen jetzt, wie gesagt, nur noch einen einzigen untoten Burgherren kriegen. Mit dessen Ring. Und dann haben wir alle von denen weggewämst. Ist das geil. Ich glaube, der Weg führt über den Bauern Robart. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht, dass wir jetzt hierhin zurückkommen. Vor allen Dingen ist das gar nicht so schlecht, weil ich dann bei dem Phil, also bei dem Phil hier, nicht beim DTM in Formel 1. Liebe Grüße an dieser Stelle übrigens an dich, lieber Phil.
und natürlich auch an alle anderen Zuschauer da draußen an den Bildschirmen. Freut mich sehr, dass ihr euch das hier anguckt.